Seid gegrüßt, liebe Streaming-Junkies. Was haben Hollywood-Sternchen Kirsten Bell, der dreifache Golden Globe-Gewinner Kelsey Grammer und Comedy-Star Seth Rogen gemeinsam? Ja, ganz einfach. Sie alle spielen im brandneuen Netflix-Originalfilm Like Father mit. Worum es in dieser Komödie aber nun genau geht, das verraten wir euch wie immer nach dem Trailer. Was bringt dich hier auf diese Kreuzfahrt? Um genau zu sein, wurde ich vor ein paar Tagen vor dem Traualtar stehen gelassen. Und mein Dad, den ich seit meinem 5. Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte, tauchte auf meiner Hochzeit auf. Unangemeldet. In dieser Nacht haben wir uns unglaublich volllaufen lassen und ich muss einen Blackout gehabt haben, denn... Hallo, Schätzchen. Ich habe ihn mit auf die Kreuzfahrt geschleppt, die eigentlich meine Flitterwochen sein sollten. Wow, das würde ich mit meinem Vater nur zu seinem 200. Geburtstag machen. Ah, mein Glückwunsch. Ah, das ist mein Vater. Ich bin am Donnerstag zurück im Büro. Ich reise früher zurück. Hör zu, ich brauche keine Auszeit. Rachel, Erde an Rachel. Rachel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was machst du, wenn du wieder zurück bist, ha? Tust du weiter so, dass das, was dir passiert ist, dir nichts ausmacht? Ist mir auch egal und ich kann darauf verzichten, dass du oder sonst wer sich Sorgen um mich macht. Sie hasst mich. Verübeln kann ich's ihr nicht. Ich bin jetzt Therapeut seit 4 Monaten. Ich gebe dir jetzt meinen professionellen Rat für umsonst. Es ist alles deine Schuld. Vielen Dank. Ich wollte nicht alleine enden. Naja, Angst vor Einsamkeit kann viel ausrichten. Es ging dir besser ohne mich. Wieso bist du hier? Nach ewigen Zeiten. Wieso jetzt, Harry? Rachel? Rachel! Rachel, hier ist dein Vater! Oh mein Gott! Harry, du bist irre! Danke! Ja, super! Bis dann, ja? Gutes Abhängen! Okay, super! Ja Mensch, das sieht doch wirklich vielversprechend aus und das, weil eben diese Komödie in unseren Augen viel hochwertiger daherkommt als viele andere Netflix-Originalfilme aus diesem Genre. Vergleichbar ist es auf jeden Fall nicht mit nervigen Blödelfilmen wie von und mit Adam Sandler. Na klar, wird hier das Rad auch nicht neu erfunden und sicher muss man auch hier den ein oder anderen Flachwitz über sich ergehen lassen, aber der Trailer macht in unseren Augen auf jeden Fall Lust auf mehr. Aber genug mit dem Vorgeplänkel, kommen wir nun zum Inhalt des Streifens. Im Mittelpunkt der Handlung steht die karrieresüchtige Managerin Rachel, die gerade im Begriff ist, ihren vermeintlichen Traummann zu heiraten. Doch dazu kommt es erst gar nicht, denn direkt zu Beginn der Geschichte wird einfach mal ein gängiges Klischee auf den Kopf gestellt. Nämlich jenes, wenn einer von beiden vor dem Traualtar kalte Füße bekommt und Reis ausnimmt, es mit ziemlicher Sicherheit die Frau ist. Und dieses Klischee besteht ja nicht erst seit Julia Roberts erfolgreicher 90er-Jahre-Schnulze Die Braut, die sich nicht traut. Aber wie gesagt, im Netflix-Film Like Father ist es halt eben der Bräutigam, der Rachel auf der Hochzeit kurz vor der Trauung sitzen lässt. Und als säße der Schock bei ihr noch nicht tief genug, steht der verzweifelten Rachel plötzlich auch noch ihr Vater auf der Hochzeit gegenüber. Dieser ist seiner Tochter allerdings vom Wesen her gar nicht mal so unähnlich, denn auch er ist ein extremer Workaholic und hat sein ganzes Leben der Karriere gewidmet. Was aber nur einer der Gründe dafür ist, dass sich beide seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen haben und sich daher verständlicherweise komplett voneinander entfremdet haben. Rachel hat deswegen auch einen extremen Hals auf ihren plötzlich wieder auftauchenden Daddy und für sie ist er auch die letzte Person auf Erden, dem sie in der jetzigen Situation ihr Herz ausschütten würde. Aber manchmal muss man halt nehmen, was einem das Leben serviert. Und so endet der Abend für beide in einem extremen Saufgelage, an dessen Ende beide vollkommen verkatert am nächsten Morgen auf einem Schiff aufwachen. Und dabei handelt es sich nicht etwa nur um ein kleines Hausboot, welches noch friedlich im Hafen schlummert, wenn sie aufwachen, sondern um ein riesiges Kreuzfahrtschiff, welches bereits fröhlich durch die Karibik schippert. Und das ist auch kein Zufall, denn dabei handelt es sich eigentlich um die Hochzeitsreise von Rachel und ihrem Verflossenen. Doch nun wird Rachel Stück für Stück klar, dass sie halt im betrunkenen Zustand ausgerechnet ihren Vater mit auf die Reise genommen hat. Anfangs knallt es auch gehörig zwischen den beiden, aber dann finden sie durch zahlreiche Abenteuer und etliche Cocktails später immer mehr zueinander. Blut ist halt eben doch dicker als Wasser. Ob sie sich letzten Endes aber komplett wieder zusammenraufen können und ob zwischen Rachel und ihrem Verflossenen wieder alles gut wird oder sie auf einem anderen Weg wieder eine neue Liebe für sich entdeckt, das erfahren wir ab dem 3. August nur auf Netflix.
Zugegeben, so richtig originell wirkt das Ganze jetzt allerdings nicht gerade, aber dank des absolut sympathischen Casts ist man fast schon dazu verpflichtet, sich diesen neuen Netflix-Originalfilm zu gönnen. Rachel wird nämlich gespielt von keiner geringeren als Kristen Bell, die zuletzt ja unter anderem mit der Kinoreihe Bad Moms auf sich aufmerksam machte. Ihr Vater wird verkörpert vom Golden Globe-Preisträger Kelsey Grammer und dann wäre da noch Bad Neighbor-Star Seth Rogen, der auf dem Kreuzfahrtschiff einen Passagier spielt, der mit Rachel anbandelt. Die Besetzung von Rogen ist allerdings kein so allzu großer Zufall, denn mit dem Film feiert Lauren Miller Rogen ihr Langfilmregiedebüt und sie ist, wie der Nachname bereits vermuten lässt, nicht nur Schauspielerin, sondern eben auch Ehefrau von Seth Rogen. Aber diese Vetternwirtschaft soll den ersten guten Eindruck, den der Trailer bei uns hinterlassen hat, keinesfalls schmälern. Ganz im Gegenteil, wir finden, dass ihr, wenn ihr auf eine solche Art von Komödie mit einem Schuss Tragik steht, hier eigentlich bei diesem Film absolut nichts falsch machen könnt. Das kommende Wochenende bietet da bereits eine exzellente Möglichkeit, sich diesen vielversprechenden Film zur Primetime anzuschauen. Wir sind gespannt, was ihr jetzt von diesem Streifen haltet und ob es euch auch ähnlich ging wie uns, als ihr den Trailer zum ersten Mal gesehen habt. Falls euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne und lasst uns doch ein kostenloses Abo da, wenn ihr gerade erst auf unseren kleinen, aber wie wir finden, doch recht feinen Serien- und Filmkanal gestoßen seid. Wir wünschen euch in diesem Sinne noch ein entspanntes Wochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.